bitte alle auf einmal, damit das schneller geht. Genau. Alle hier hinkommen. Alle hier hinkommen. Alle hier hinkommen. So, gibt noch eine Granate. Und dann gibt es einmal den hier für alle. Und dann gibt es nochmal den hier für alle. Und dann gibt es nochmal den hier für alle. So, und dann haben wir eigentlich... Oh, Junge! Der ist so mega nervig, ne? Krass, ey. Der alleine, der ist einfach... Wenn ich nur gegen solche Typen kämpfen müsste, dann wäre echt schwer. Weil die einfach alles aushalten. Ich kann die so gut wie nicht betäuben und nix. Das wäre echt mega kacke. Dann würde das Spiel auch betrügen. So, kann ich hier noch einen retten oder so? So. Bums. Aber was ist denn... Ich sollte hier doch nebendrin... Soll ich dann noch irgendeine Nebenmission machen? Oder nicht? Königin der Lügen. Frei, Aquaman. Ja. Ich erkenne Circes grausame Lügen in diesem Bestreben. Ich hab das doch schon aktiviert. Du musst diese Invasion aufhalten, wo sie beginnt. Martian Manhunter wird dich bei der verlassenen Werft treffen. Vielleicht könnt ihr zusammen zu Aquaman gelangen und ihn wieder zur Vernunft bringen. Quatsch, kein Unsinn. So, Chip Zam. So, haben wir die auch. Da vorne das noch eben kaputt machen, damit die auch befreit ist. So eine schöne Statue, ne? Guck mal, Pantheon aus League of Legends. Hat sogar dieses V auf dem Schild. So, Granate. Und dann den hier. Machen wir den eben kaputt, dann kriege ich hier nochmal ein bisschen was wieder. So. Also bei dem ist es anscheinend am besten, wenn man den durchgehend irgendwie betäubt. Yeah, wunderschön, was ist das? Soll mir das wehtun? Ich müsste normalerweise so mega im Vorteil gegenüber den Typen sein, einfach weil es alles so Wassertypen sind und ich Elektromensch bin. Ich müsste einfach so mega im Vorteil sein. Gerade jetzt, wo dir diese Sprinkleranlage angegangen ist, müsste ich einfach sagen, alles klar, ey, cool. Dann zapp ich da einfach mal eben rein und dann seid ihr nämlich alle im Po. Ja, die haben halt nur so Gewehre, ne? Also das ist jetzt nicht, die schießen irgendwie alle 2,5 Stunden einmal. Ist jetzt nicht so die Herausforderung mit den Jungs. So, wie viele kommen denn davon? Kommen da noch mehr von? Das war lustig. Kann ich hier irgendwas drin machen? Ah, hier gibt es so ein bisschen Schaden. Hui! Naja, aber auch nicht so viel, ne? Da kannst du auch einfach rumlaufen. Haben die sich ja die Mega-Falle ausgedacht, die Atlanta. Ist ja Wahnsinn. Haben die sich gedacht, verdammt nochmal, ey. Machen wir da einen Springbrunnen hin, dann sind die so fasziniert davon, da kommen die nie drauf. Nein, der war essentiell, den hättest du nicht umbringen dürfen, ausschalten dürfen. Mera sind vor uns. Ich kann ihre Gedanken nur entfernt durch ihre Magie hindurchlesen. Ich kann aber so viel sagen, das ist nicht Königin Mera. Mhm, okay, das ist ja der gute Rapper Martian Manhunter mit seinen guten... Ich kann ihre Gedanken nicht entziffern. Ich muss näher ran. Folge mir durch die Tür. Warum hättest du nicht einfach neben mir laufen können, ne? Hauptsache, der haut einfach ab. Warte mal. Ich gehe nicht hier raus und weg, bevor ich das hier habe. Cola, was war noch drin? Zerrissene Arkham-Zwangsjacke, ist Schwachsinn, okay. Und was war das dritte? Das dritte war nichts. Okay, also werden wir dann jetzt schauen, dass wir...
in das Ganze dann jetzt reingehen. Und dann gehen wir uns jetzt die Alte erstmal packen da vorne. Das scheint doch Aquaman und Mera zu sein. Wo ist der Manhunter hin? Arthur, bitte, mach diesem Wahnsinn ein Ende. Diese Frau ist nicht Königin Mera. Sie lügt. Genug! Dieser Krieg wird so lange andauern, bis die Gräueltaten, die die Oberflächenbewohner meinem Königreich angetan haben, gerecht worden sind. Wir müssen Aquaman aus den Klauen dieser Betrüger befreien. Sonst wird Arthurs Königreich über das Land herfallen. Die gestikulieren immer so ein bisschen sehr wild. Kann das sein? Dies ist mein Reich und du bist hier nicht willkommen. Mhm. So. Sagen eigentlich bei der Krone von Atlantis und als König der sieben Weltmeere befehle ich dir, Poseidons Dreizack, die Feinde von Atlantis zu vernichten. Mhm. Jetzt muss ich gegen den Dreizack kämpfen. Ich muss jetzt gegen den fliegenden Dreizack kämpfen, willst du mich verarschen? Ja, toll, ich kann mich nicht mal da reinstellen, Idioten-Typ. Ich muss gegen den Gegenstand kämpfen, Alter. Seht mich an, ich bin der Typ, der gegen Windmühlen kämpft. Ich bin Don Archie Kishat. Ich kämpfe gegen einen Gegenstand. So entwürdigend. Premium-Schließfach erhalten, yeah. Schlaf schön, lieber Arthur. Eine grausame Lüge ist zu weit gegangen. Erlöse Aquaman von deinem Zauber. Ich meine, die ist auf der anderen Seite, ne? Aber ist das schlimm, wenn ich die heiß finde? Dafür wirst du zahlen. Was ist passiert? Wo? Mera? Sogar Könige können bluten. Nicht gut genug. Trau dich doch. So, dann müssen wir den guten Arthur jetzt mal. Hört meine Gedanken. Euer Kreatur König ruft euch zum Angriff. Das ist also jetzt die nächste Stage hier. Jetzt ruft er seine Hummer. Oh, lass mich doch mal raus. Seid ihr eigentlich doof? Hier, ich mach mal eben das kaputt. Dann heile ich mich mal ein bisschen gegen. Und jetzt gibt's Hummerklatsche. Aha. Bam. Boah, ich müsste den so überlegen sein einfach. Einfach weil es nur so dumme Schalentiere sind. Ich Blitzo McFritzo bin. Boah, geht ihr mir auf den Keks. So. Nächste Runde. Schlaf schön, lieber Arthur. Ich werde dich leiden lassen. Mera, meine Liebe, ich werde dich verteidigen. Oh, was? Nicht gut genug.
musst du zahlen. So, jetzt nochmal. Jetzt geht's ab in die nächste Runde. Was? Was ist geschehen? Wo ist Mira? Circe, was hast du mit Mira gemacht, Hexe? Ist schon durch? Deine Königin ist hier, großer Arthur. Trittst du deinen Thron nicht ab, wirst du es bereuen. Ja, und jetzt? Nein! Ich werde dich in ihrem Namen peinigen! So, machen wir das Ganze so. Ich werde dich leiden. Genau, jetzt gibt's nämlich auch Mütze. Was probiert hier den armen Arti hier zu verarschen? Elendes, sterbliches Wesen. So, jetzt müssen wir alle auf die Alte kloppen. Drei Kerle, die auf eine Frau einschlagen, ist auch mega, oder? So, komm. Jetzt bin ich über ihr. Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen wie in einem falschen Spiel, ey. Aber das passt schon, glaube ich. Niemand kann der Kraft der Meere standhalten. Wir brauchen halt gerade drei Typen, um eine Zauberin, eine Frau im Endeffekt zu besiegen. Wobei Circe ja nicht einfach nur eine Frau ist, sondern nach der Geschichte her auch eine Halbgöttin. Eine Göttin. Aquaman ist von meinem Bann befreit, aber der Sieg gehört mir. Die Kluft, die ich zwischen den Atlantern und der Oberfläche aufgerissen habe, hat euer beider Völker geschwächt. Der Schaden ist längst entstanden. Was gibt's da? Energie geht auch wieder. Immer geht der Energie darunter. Aquamans königlicher Gurt. Ja, komm. Immer geht die Energie runter. Warum immer die Energie, Mann? Ich muss mich bei dir bedanken. Ohne dich wäre Triton weiß was bei diesem Schwindel herausgekommen. Wir müssen sofort nach Atlantis zurückkehren und uns um den Schaden kümmern, den Circe an meinem Volk angerichtet hat. Plops, sind die einfach weg. Ihr haut doch ab. Bande, ey. Aquaman ist Circes grausamer Lüge entkommen. Jetzt, da Königin Mera wieder an seiner Seite ist, sollte dieser Krieg zwischen Land und See enden. Ich bin Arthur, König der Sieben Meere, Herrscher über das gewaltige Reich von Atlantis. Aber ich bin ein König im Exil, von meiner Königin verlassen, von meinem Volk geächtet wegen meines Bundes mit den Landmenschen. Ich werde diese Kluft heilen und Frieden zwischen Land und Meer stiften. Ganz gleich, ob in Freud oder Leid. Dies ist mein Schicksal, denn unter Wasser bin ich der König und an Land. Nennen Sie mich Aquaman. Dem also dazu das. Und jetzt gehen wir erstmal raus. Und jetzt, wo wir hier draußen sind, erstmal hoch in die Luft, Quest abschließen und... Mit dieser List hat sich Circe die Atlanta zu lebenslangen Feinden gemacht. Ihre Versuche, die Welt in die Fesseln einer magischen Tyrannei zu legen, werden verzweifelter. Mike? Dank dir wurden ihre Lügen aufgedeckt. Und ja. Aquaman wurde von ihrem Betrug befreit. Ja. Martian Manhunter wartet schon mit unserem Dank auf dich. Aha. Meine Esse ist jetzt kalt. Ist gut. Also, du das jetzt mal kalt essen. Und dann, ja, bis später. Ja, mach du mal. Ja, und nicht nur, dass der Harry jetzt sein Essen im Kalten gegessen hat oder jetzt im Kalten essen muss. So, kehre zum Martian Manhunter, machen wir das erstmal. Also erstmal kehren wir zurück und nachdem wir dann zurückgekehrt sind und das gemacht haben, werden wir dann in der nächsten Aufnahme? In der nächsten Aufnahme auch dort im Polizeirevier zusammen wieder starten können oder vor dem Polizeirevier, sage ich mal, in Chinatown
Und ja, dann gehe ich einfach da halt hin, wo Level 8 ist zwar, aber Raven helfen. Und dann würde ich sagen, selbst während des Flugs jetzt verabschiede ich mich. Ich fliege noch eben zurück, gebe die Quest ab, dann werden wir kurz zugelabert, da passiert großartig nichts mehr. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal bei DC Universe Online. Es hat mich gefreut. Heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal, Freunde.